Hallo meine Lieben, eine ganz tolle Geschenkidee ist dieses Fotoalbum aus der Dose. In dieser Dose verbergen sich Fotos, die ich natürlich der Größe angepasst habe. Und schaut mal, wenn ihr das öffnet, sind hier eine ganze Reihe von Fotos in dieser Dose drin. Mit einer Schlaufe kann man die dann rausziehen wie so ein Leporello und man hat diese wunderschöne Dekoration, die man entweder wieder zurück reinlegt oder eventuell auch mal an die Wand hängen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier seht ihr in etwa, was ihr so benötigt für dieses Fotoalbum aus der Dose. Natürlich eine Dose. Ich habe hier so eine Schraubdose. Dann Designpapier, ein bisschen Karton. Ich habe es jetzt hier in Silber. Das könnt ihr farblich anpassen. Foto, Kleber. Ich habe hier jetzt einen Stanzer zum Ausstanzen. Könnt ihr aber auch per Hand machen und ein bisschen Dekomaterial. Zuerst einmal schneidet ihr euch solche Kreise zu, die ein ganz kleines bisschen kleiner sind als die Dose selber. Ich habe jetzt 9 Stück zugeschnitten von diesen Kreisen als Untergrund. Dann nehmt ihr euch das Motiv und schneidet es etwas kleiner als jetzt diesen Grundkarton. Und hier setze ich meinen Stanzer ein. Das heißt, ich drehe den um, suche mir mein Motiv und das passt jetzt wunderbar hier drauf. Und ich habe mir für die Rückseite noch Designpapier ausgestanzt, in der Größe wie die Fotos, die kommen dann auf die Rückseite drauf. Jetzt wird erstmal alles schön aufgeklebt. Das heißt, die Fotos werden jetzt erstmal hier auf diese Kartons aufgeklebt. Wenn ihr eure Reihenfolge fertig habt, dann dreht die Fotos mit der Vorderseite nach unten und achtet schön drauf, dass es also auch die Position hat, die sie später in der Dose haben sollen. Jetzt nehmt ihr euch ein Band. Ich habe hier so ein weißes Band und das wird jetzt hier aufgeklebt, schön mittig. Jetzt klebt ihr auf die Rückseite euer Designpapier. Hier an der Oberseite mache ich eine Schlaufe, die ich da einhänge. Und so hängen jetzt die Motive schön aneinander. Ich lege das jetzt lose rein, weil ich denke, vielleicht mag es der Empfänger sich aufhängen. Dann kann er das rausnehmen oder dann auch so wieder aufheben. Es macht einfach Spaß, immer wieder diese wunderschönen Fotos herauszuholen und anzugucken und vielleicht auch als Wanddekoration irgendwo hinzuhängen. Das ist ein nettes Geschenk zu jeder passenden Gelegenheit, in einer Dose die Fotos zu verschenken. Hat es euch gefallen? Dann hinterlasst mir einen Kommentar, einen Daumen hoch, teilt meine Videos, abonniert meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß. Tschüss!